Servus Leute, ich bin's wieder hier, der Adrian für euch und jetzt komme ich endlich dazu. Ich hatte diese Woche mega Stress und es tut mir wahnsinnig leid, mein Video zu machen für diese Woche. Und zwar geht's ja über Schule und Arbeit und ja, ich hatte jetzt quasi 2 Tage mehr Zeit, um mir Gedanken darüber zu machen und habe mich eigentlich daran erinnert, dass ich schon mal eigentlich ziemlich oft darüber gesprochen habe. Ja, letztendlich, um euch einfach auf dem Laufenden zu halten, wie es bei mir aussieht mit Schule oder Arbeit, beziehungsweise ja eher Studium und, sag ich mal, Nebenjob. Bei mir ist es einfach so, im Studium, muss ich sagen, war jetzt auch mein Outing sehr, sehr positiv. Das war jetzt von, ja, schon mehr als einen Monat auf jeden Fall her. Ich bin jetzt da überall umgeschrieben. Das war sehr, sehr problemlos, Gott sei Dank. Ich habe den DGTI-Ausweis damals beantragt und dann wurde mir versichert, wenn ich den nachliefere, werden meine Daten umgestellt. Also die weibliche Person existiert mittlerweile nicht mehr. Es ist jetzt nur noch die männliche Person. Und damit kann ich jetzt auch Prüfungen schreiben, kriege Zeugnisse ausgestellt vorläufig und das ist alles echt wunderbar und ich fand es total toll, wie die Leute von meiner Hochschule da mit mir kooperiert haben. Auch generell, wie das Feedback war, das war nämlich durchweg positiv. Ich habe mich ja über eine Rundmail an die Professoren mehr oder weniger geoutet. Es war kurz nach den Semesterferien, nach den letzten. Das kam wirklich durchweg positiv an. Das Feedback war sehr schön. Ich habe dann viele tolle Statements dazu auch bekommen über Leute, die mir Respekt, Anerkennung ausgesprochen haben. Das ist natürlich schön, sowas zu hören und ich habe damit auch gar nicht gerechnet, dass ich sogar gezielt angesprochen werde oder dass es überhaupt so positiv verläuft. Es wird sich sogar erkundigt, wie mein weiterer Verlauf ist, wie es mir geht, in welcher Stresssituation, sag ich mal, ich mich gerade befinde. Das ist wirklich toll und ich finde es schön, dass auch die Leute an meiner Hochschule da, ja, sag ich mal, dran teilnehmen oder auch Interesse zeigen. Und gerade auch das Umfeld in der Hochschule, meine Mitstudenten wissen das jetzt größtenteils, also die, die halt um mich rum sind, die nehmen das durchweg positiv auf. Da habe ich jetzt Gott sei Dank, toi toi toi, bisher noch kein einziges dummes Kommentar bekommen. Die fragen nach, die sind natürlich interessiert, die möchten das wissen, weil sowas erlebt man nicht jeden Tag. Und ich bin natürlich gern bereit, da auch Fragen zu beantworten. Und ich denke, wenn man offen und ehrlich damit umgeht und wenn man vor allen Dingen, ja ich sag mal, selbstverständlich damit umgeht, dass es wirklich so ist und dass man einfach der Mensch ist und dass man sich nicht davor versteckt, sondern dass es ein Teil von einem ist, dann glaube ich, ist das Feedback durchweg, kann es eigentlich nur positiv sein. Und ich glaube, dass man gerade auch den Menschen, die vielleicht negativ reden würden, viel Wind aus den Segeln nimmt, indem man einfach offen darüber reden kann und auch bereit ist, da was sinnvoll und aufrichtig zu erklären. Und man sollte vielleicht aufpassen, dass man den Grat zwischen ich mach's zu öffentlich und privat einfach immer noch im Auge behält, weil es halt einfach Menschen gibt, denke ich mal, die das mehr interessiert oder die das weniger überhaupt irgendwas angeht. Aber bis jetzt komme ich damit ganz gut klar und an meiner Hochschule bin ich super aufgehoben, was das Thema angeht und ich denke, da werde ich auch in Zukunft noch tolle Unterstützung bekommen, was mich natürlich unfassbar freut und da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht und dass die so kooperativ mit mir umgehen. Zu meinem Nebenjob, also ich arbeite nebenbei noch im Europapark hier, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wahrscheinlich schon ein ziemlich großer Freizeitpark und Actionpark hier in der Ortenau. Ja, da war es am Anfang so, da habe ich mich am Anfang sehr zurückgehalten, wollte mich erst nicht outen. Die kannten mich noch unter meinem weiblichen Namen, die kannten mich als weibliche Person, weil ich früher schon dort gearbeitet habe und ausgeholfen habe im Marketing und habe dann aber gewechselt zu Attraktionen. Also ich stehe jetzt da in der Bahn und drücke Knöpfchen und weise die Leute ein und rechts nach links und von vorne nach hinten und wollte das erstmal geheim halten. Und dann kam ich aber in eine Bahn und wie ihr wisst, ist im Park ja vielleicht so, vielleicht weiß das jemand, dass es nach Themenbereich einfach Kleidung gibt und dass die da angepasst ist. Und ich kam da halt in den Themenbereich und da war das große Schicksal, das mir widerfahren ist, dass einfach die Frauen dort Kleider anziehen müssen bei schönem Wetter. Ja, und dann habe ich natürlich, sag ich mal, wie ein Bus geguckt, als es zu mir hieß, ich soll jetzt da mein Kleid abholen gehen in der Kleiderkammer und für schlechtes Wetter eine Hose und ein Hemd, ja. Mit dem hätte ich mich ja noch anfreunden können, aber das Kleid war natürlich der absolute Horror. Ich habe dann versucht, über mein Aussehen, ohne erstmal viel über meine Transsexualität preiszugeben, die Situation zu klären und wollte nachfragen, ob das nicht auch anderweitig möglich ist, dass ich einfach die Männerkleidung habe, weil die Leute, ganz ehrlich, die wissen das sowieso nicht und die interessiert das eh nicht. Und wenn die mich sehen, denken die sowieso erstmal, wer hat den armen Typen in ein Kleid reingesteckt, ja. Das hat mich dann auch sehr belastet, wenn ich ehrlich bin, weil ich echt Angst davor hatte, dass ich das wirklich tun muss und ich kenne die Regeln im Park und die sind nicht gerade locker. Und es war dann auch so, dass mein derzeitiger Vorgesetzter, also nicht der ganz Vorgesetzte, aber der Bereichsleiter, sag ich jetzt einfach mal,
darauf bestanden hat, dass ich das Kleid anziehe und hat das dann nicht verstanden, weil er gesagt hat, ja nee, du bist ja eine Frau und du bist als Frau registriert und da musst du das Kleid anziehen. Ja, dann bin ich ziemlich erschüttert heim und war auch echt fertig und hatte wirklich Angst vor meinem Arbeitstag, vor dem nächsten und wollte da eigentlich, ich habe immer darauf gehofft, dass es regnet, dass ich die Hose und das Hemd anziehen kann. Gott sei Dank, kurzum, nach langer Überlegungszeit, Nachdenkzeit, habe ich dann doch meinem Chef geschrieben, dass ich gerne ein Gespräch mit ihm persönlich führen will, dass es auch vertraulich bitte abläuft. Der hat sich dann bereit erklärt, ist auch gekommen, hat sich am nächsten Arbeitstag, also ich arbeite immer sonntags, also die Woche drauf, mit mir getroffen in einem Pausenraum, da war auch keiner. Und dann habe ich ihm einfach, um ja, dieses Thema einfach abzuklären, ganz klar gesagt, was abgeht und dass es halt einfach so aus dem Grund nicht möglich ist für mich. Und logischerweise halt mittlerweile, ja, durch das ganze Passing und durch die ganze Umstellung und alles, dass das halt einfach nicht funktioniert und dass ich definitiv kein Kleid anziehen werde und das auch noch nie gemacht habe. Da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass es halt mir meinen Nebenjob kostet, weil ich bin Student, ich bin auf das Geld angewiesen. Aber ich war wieder mal überrascht. Ich war sehr offen zu ihm und er hat das auch gemerkt. Und ich habe auch zu ihm gesagt, er soll vielleicht den Mensch dahinter sehen und nicht das, was ich vorhabe. Und dass ich da auch Rücksicht nehme und gerne damit diskret umgehe, wenn das ein Problem sein sollte. Aber es war kein Problem. Er hat sich sehr positiv mir gegenüber gezeigt, hat auch gesagt, dass er selbst jemanden kennt, der das macht. Und dass es gar kein Problem wäre, dass er das auch abklärt, dass ich natürlich sofort die Männerkleidung holen gehen kann, dass es auch umgeschrieben wird dann, wenn es bei mir losgeht im Juni mit Testosteron, dass ich neues Namensschild bekomme und dass ich mich vor meinen jetzigen Arbeitskollegen nicht rechtfertigen muss, bringt er mich in ein neues Team, an eine andere Bahn, wo ich von Anfang an als Adrian eingeführt werde. Und das finde ich ganz geil, weil gerade bei solchen Großbetrieben, sage ich mal, wo eigentlich niemand darauf angewiesen ist, dass ich als Person da bleibe, fand ich das sehr kulant und sehr toll und mit so einer positiven Reaktion habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe halt gedacht, dass er vielleicht dann versucht, irgendwie eine andere Lösung zu finden, aber dass er so positiv mir entgegenkommt und auch gleich alles ändern möchte, mir das so einfach wie möglich macht und mir auch freistellt, wie ich das sage, das fand ich natürlich toll. Und das hat mir einiges erleichtert. Jetzt gehe ich natürlich auch viel lieber zu diesem Nebenjob hin, habe jetzt jeden Sonntag mein Geld gesichert, freue mich absolut darüber. Also wie gesagt, bei mir bisher, wie gesagt, toi toi toi, ich glaube auf Holz, alles positiv, sowohl Hochschule als auch Nebenjob oder Arbeit. Ich hoffe, dass das natürlich so weitergeht und klar wird man, es wird immer mal Zeiten geben, wo man vielleicht auch Menschen trifft, die das nicht so tolerieren. Aber mein Tipp einfach an alle, seid einfach ihr selbst, seid offen und ehrlich, seid ja auf keinen Fall in euch gezogen, sondern seid offen und steht dazu, was ihr tut. Und sagt wirklich, das ist einfach so, begründet das vernünftig und seid einfach direkt, aber höflich und bittet einfach um Verständnis in der Hinsicht. Und ich denke, dass wenn man da mit ein bisschen Feingefühl rangeht und auch dahinter steht und das auch ausstrahlt, dann wird es auf jeden Fall bei jedem hoffentlich klappen. Und klar, Menschen können immer sehr gemein sein, aber bei mir war es Gott sei Dank noch nicht so, obwohl es in einer sehr ländlichen Gegend einfach hier alles liegt und eigentlich die Leute ja eher ein bisschen konservativ denken noch und man das halt einfach nicht täglich kennt. Bei mir war es gut. Ich wünsche euch, dass es bei euch genauso gut ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie ich irgendwas angegangen habe, also an der Hochschule oder an der Arbeit, schreibt mich einfach an. Ich bin da schon offen. Ich gebe gern Tipps oder so für irgendwelche ja, Verhaltenstipps, die ich an euch hätte, wenn ich welche geben kann. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich verbleibe damit. Tut mir leid, dass mein Video jetzt erst 2 Tage zu spät kommt. Aber bei mir ist gerade momentan solche Kirmes und ich bin nur noch am Rennen und ja, trotzdem hier mein Beitrag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder zu Pfingsten. Schöne Pfingstferien, wer Pfingstferien hat und ansonsten schöne Pfingsten allgemein. Bis dann. Ciao, ciao.